Hello again, Leute. Slender. Slender, Slender, Slender. Ich habe mich mal ein bisschen besser ausgeleuchtet. Jetzt strahlt mir hier zwar so ein bisschen Lampe an, aber was soll's. Tue ich alles für euch, dass ich besser gesehen werden kann. Und ich habe mir in der Zwischenzeit schon ein bisschen Mut zugesprochen, weil mir das jetzt schon tierisch auf den Sack geht. Ich höre die ganze Zeit da draußen Geräusche. Hab hier so eine geile Taschenlampe. Was ist das, ein Deo? Ich kann ja diese ganzen Gegenstände kann ich gar nicht mitnehmen, ne? Zoomen wir mal ran. Kann ich nicht lesen. Kann ich nicht sehen, was das ist. Aber Hauptsache Toilette. Schicker Lokus. Spülen ist auch nicht drin. Schade. Ja, Spiegel gibt's nicht. Brauchen wir nicht. Gott, bin ich klein. Schaut mal her. Ich kann gerade mal nur das Waschbecken gucken, ey. Bin ich für eine kleinwüchsige Person? Um jetzt mal nicht irgendwas Gemeines zu sagen. So, würde sagen, gehen wir wieder raus. Schändlicherweise habe ich die Tür hier zugemacht. Ja, so ein Schisser bin. Wobei die Taschenlampe hilft mir, glaube ich, bei Slender auch nicht, oder? Wenn ich dann sehe, hier geht es nicht rein, die Tür ist zu. Ich würde sagen, wir erkunden mal den ersten Stock. Da war es auf jeden Fall noch ordentlich dunkel. Hier will ich gar nicht raus. Wobei. Mal gucken. Na, Tür. Geh auf. Geh auf. Ja, der gute alte Slenderman. Da draußen ist auf jeden Fall immer schon ordentlich Geräusche am Start, die mich überhaupt nicht aufregen. Warum bin ich eigentlich so alleine hier und so? Und warum bemalten so eine Scheiße hier an die Hauswand, ey? Ihr habt sie doch nicht mal alle, ey. So. Das Ganze hier, ja, ist jetzt wirklich Neuland für mich. Ich habe noch nie Slender gespielt. Amnesia wollte ich mal spielen. Habe ich mir gekauft auf Steam. Nie aufgenommen. Das ist eine Scheiße hier. Face. Face Shopping. Und frische Luft reinlassen. Hallo, ist da jemand? Hallo? Jetzt aber. Also dieser Lampenspot hier ist auch wirklich... Hört ihr das da draußen? Das ist aber einfach nur so ein fucking random Sound, der abgespielt wird. Na, da ist einfach nicht. Das ist einfach nur Geräuschkulisse, um mich abzufacken, ey. Das machen sie echt ganz gut. Das Bett ist eigentlich ganz schick, muss ich sagen. Kann man nicht sagen, ey. Hier sieht dann so rum ein Pornoheftchen, ein paar DVDs und hier noch mehr Face. Oder was? Nee, gut. Da hinten war eine Toilette, glaube ich. Oder zumindest sowas wie ein Waschraum. Oh, da sind Schlüssel. Seht ihr sie? Die Kate. Picked up keys, yay. Das sind wahrscheinlich Autoschlüssel. Zumindest glaube ich das. Gucken wir mal. Ins Scrapbook. Wenn ich hier auch... Super, Schlüssel sehe ich gar nicht. Habe ich ein Inventar irgendwie? I? O? M? Map? Nö. Einfach mal gar nichts. Tja, hab ich überhaupt Pech gehabt. Also mit Spiegeln haben sie es nicht so hier, ne? Ist einfach, ist halt so. Spiegel braucht man nicht. Genauso wie gesagt, ich kann gerade mal so die Schüssel gucken, ey. Ich bin echt klein wie sogar ein Motherfucker, ey. Ach, scheiße, wollte ich ja nicht sagen. Hier ein Thermostat, auch ganz wichtig. Ist auf eiskalt gestellt, ja, so fühle ich mich hier gerade auch ein bisschen. Da draußen, da ist doch nichts, Ralf. Warum kann ich ja nirgends so einen Lichtschalter anmachen? Weißt du, da draußen brennt das Licht und hier drin kann ich es einfach nicht anmachen, oder was? Totaler Witz, ey. Ich hasse diesen Sound. Hör jetzt auf damit, so eine Geräusche zu machen. Mann, ey. Wie viele Toiletten gibt es eigentlich noch, sag mal. Wie viele Leute waren denn hier gleichzeitig scheißen, ey. Hier in der Dusche ist nichts am Start. Mann, also hier ist es auf jeden Fall viel intensiver als bei Elises, muss ich sagen. Oder zumindest kommt mir das viel intensiver vor. Die Geräusche sind ziemlich gemein. Ich meine, ich denke nicht, dass ich mich daran gewöhnen werde. Ich habe immer Schiss, dass mich hier irgendwas... Ich meine, das macht ja auch Slender gerne, wenn man irgendwo reingeht, mal ordentlich in den Arsch gefickt zu werden auf Deutsch. Ah! Da, die Hure. Seht ihr ihn? Seht ihr ihn? Slender! Komm her, wo bist du? Komm her, feiges Sau rein! Stehst du da rum? Nee, schade, das schon, aber das ist eine Note. Feigling, ey. Feigling! Na gut, solange nur so in der Gegend rumsteht, jetzt nicht hinter mir steht direkt. Ich hab die Sau gesehen. Ich hab ihn gesehen. Hat mir jetzt aber nicht so viel Angst gemacht wie dieses Ruhgeschleiche da draußen. Und hier in dem Raum ist eigentlich nichts außer ich darf mal Sender sehen, ne? Ne, Glück gehabt. Hier war man schon. Ich glaube, hier war ich schon überall, oder?
Hier war ich schon. Und stehst jetzt wieder draußen irgendwie, du Arsch. Komm hier. Komm rein hier. Idiot. Ah, unlock the door. Juhu. Also, ich habe Schlüssel gefunden. Hier ist ja voll Slender Time hier drin, Mann. Guck mal, voll der Fan. Can you see it? What? Slender? Funk, Funk, Escape. Stop, Save. Oh, guck mal, das Fenster ist aufgebrochen. Aber ich stand doch gerade hier draußen, ne? Die Sau. So ein Fenster ist natürlich sau cool. Ich habe sie frische Luft rein. Frische Luft rein. Weil die sagen, oh, guck mal. Das ist der Wutz. Also nicht die Wutz, so auf Fränkisch steht die Sau, sondern wirklich die Wutz. Der Wald. Halt die Schnauze. Hä? Wo bist du? Schreist da so rum. Slender. Du im Wald rumschleicher, ey. Warum schreist du? Guck mal, was ist da los mit dir? Das hilft dir auch nicht, ey. Sag doch nicht irgendwas. Ruf doch sowas wie, hey Ralf, hier bin ich. Oder, Slender, Hilfe. Ein Rumkreischen ist völlig für den Arsch, ey. Jetzt viele Horrorfilme geguckt, ey. Oder ruf mich auf dem Handy an oder so. Machen wir es nicht aus. Das glaube ich, ist cooler. Ich renne jetzt, ich geh jetzt einfach mal raus. Wenn da schon steht in the Woods, ne? Gehen wir mal raus. Was soll der Geiz? Hab nicht viel zu verlieren, ne? Außer mich zu erschrecken wie Sau. No rest, no fun, baby. Aber Hauptsache rennen, ne? Also ich muss schon sagen. Ich schwitze schon ein wenig an den Händen. Ne? Das ist schon ein bisschen sau und cool hier draußen. Ist jetzt auch nicht gerade der große Fun-Faktor, weil ich mich wirklich grusel. Obwohl ich auch weiß, dass ich jetzt hier nicht gleich herzinfarktmäßig vom Stuhl fallen werde. Aber nichtsdestotrotz ist die Atmosphäre doch ziemlich abgefuckt. Und ich entschuldige mich auch schon für die ganzen Wörter, die ich jetzt hier ganze benutze, abgefuckt und so. Aber das beschreibt es wohl ziemlich am besten. Hier ist die Note, die ich vorhin gesehen habe. Nummer 3. Both my computer and phone have been acting weird lately, so I figured I'd don't do it old-fashioned way again. Okay, bla bla bla, kann ich telefonieren. I think bla bla action right now, just ignore whenever you think you might be seeing things again. I try to do the same, but that's probably do the tricks. Yeah, please, you should call Lauren, sometimes a bad company would help out. Achso, some company. Bla bla bla. Also, die ist da irgendwie ein bisschen alleine gewesen. Und in dem Brief von CA stand, sie könnte ruhig mal ein bisschen sich wieder die Leute mischen. Würde nicht schaden. Was ist für ein Clipping-Scheiß hier? Seht ihr das? What the fuck? Hier. Yeah. What the fuck? Was ist das für ein Scheiß? Leute. Er hat das programmiert. Ein 13-Jähriger? Wo bist du, ha? Komm, jetzt wieder dieser Schleiß-Sound hier. Zeig dich mal, du Arschgesicht, ey. Hier brauchst du ja nicht die ganze Zeit Sound abspielen. Links, rechts in meinem Ohr. Nun passiert. Man weiß es nicht. Ansonsten geht's mir ganz gut bis jetzt. Nach Blue Island Studio Product Presents Part 2 oder was? Zirp, zirp, zirp. Okay, wo bin ich hier? Oakside Park has 3 canoes available for rental. Okay, ich habe 3 Kanus zur Auswahl. Jetzt darf ich hier durch den Busch pilgern oder was? Und ich habe nicht mal eine Map und gar nichts. Ey, das ist ja. Na gut. Ein bisschen wie bei Leises, nur dass man noch weniger sieht. Ist das ein Abhang? Ja, okay, gehen wir nochmal zurück zu der Hütte, ey. Kann nicht sein, dass hier gar nichts war. Und du, hör mal auf, da so rumzuzirpen, geht mir gar nicht auf den Sack. Ich glaube, es ist auch hier kein No Returning. Da ist nichts mehr mit zurückgehen, ne? Ich bin jetzt einfach hier. Das war's mit dem Haus. Ah. Oakside Park. Ist das eine Minimap, die ich jetzt gefunden habe, ja? Warte, 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 ein Scrapbook. Aber es gibt. M gibt's nicht. I, O, Inventar. Gucken wir noch mit Scrapbook rein. Also. Die Briefe. Ah ja, schreibt's mir in die Kommentare, wenn ich die Briefe komplett durchlesen, sondern übersetzen soll. Ganz wichtig. Das wäre wirklich cool. Weil eigentlich ist mir das ziemlich egal, so die Story. Die Frage ist, ob ihr es sehen wollt. Und da ihr meine Zuschauer seid, höre ich auf euch. So bin ich halt. Oakside Park, bla bla bla, hier, aber ich kann, nee, kann nicht reinzoomen, kann nur View und dann ist das hier die Map, aber das befriedigt mich jetzt nicht wirklich und bringt mich wahrscheinlich auch gar nicht weiter. So, ich muss durch den Zaun hier in den Wald, wo da die nette Dame rumgecrasht hat und ich jetzt so gar nichts mehr sehe hier. Jetzt bin ich einfach hier, ja, mitten im Wald, ey. Zirp, zirp.
Ja. Man sieht den Wald vor lauter Bäume nicht, meine Freunde. Ein Auto. Aha. No, 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 no. One of eight. Jetzt bin ich hier am. Ich habe wirklich jetzt eine der Seiten aufgesammelt. Das sind die offiziellen Seiten, ja. Die gelben Seiten. Die Slender-Seiten. Wo auch immer man sie nennen mag. Auf jeden Fall bin ich jetzt am Seiten-Collecten. Es ist eine gute Idee, den offiziellen Weg lang zu gehen. Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach mal. Werden wir ja sehen. Hier so ein Jägerstand da vorne, oder? Sieht das so aus? Hier ist ein Häkchen. Boah, halt die Fresse, ey. Das kann doch nicht schon sein. Das kann... Nein, 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 nein. Arschloch, Ständer, Fotze, oh. Wie schnell ging denn das? Ja, eine Seite und ich war tot, ey. Oder was auch immer ich da war. Habe ich ihn gerade ein bisschen beschimpft, den Ständer, ja. Kommt vor. Oh, habe ich hier noch ein Blatt vergessen so daneben irgendwie? Kann das sein? Oakside Park Canyon Rules. Naja, okay. Warum nimmst du die scheiß Zettel mit, ey? Was bringt mir das? Warte mal, war das hier vorhin... Hä? Bin ich vorhin da nicht lang gelaufen. Und warum stand der fucking Slender da einfach im Gebüsch rum? Hat mich jetzt gar nicht so geflasht, wie ich dachte. Das nächste Mal renne ich aber weg. Schau hier nicht an. Warum zur Hölle? Ist verschlossen. Hier ist eine Fackel. Leave me alone. So. Sobald du eine scheiß Seite gesammelt hast, bist du schon der Arsch. 8 Seiten, ey. Bestimmt ganz schön nervig, alle zu sammeln, ey. Ich weiß nicht, ist der Slender-Arsch hier auch in solchen... Toll, die Tür geht jetzt. Oh, Alter! Fuck you, ey! Wo bist du denn? Alter, jetzt bin ich erschrocken. Jetzt bin ich echt erschrocken. Das war... Durch die Wand oder was? Aber echt eine Seite. Und schon... Ätzend. Ja, okay, diese Scheißzettel hier, das haben wir jetzt nicht mehr ein. Also, wir wissen, am Scheißhaus mit der Fackel ist eine. Eine Seite und an dem Auto auf der anderen Seite da oben. Oh, und diese Geräusche immer. Aber ist auch irgendwie, also irgendwie so ein bisschen ätzend, ne? Sag mal, ist das hier immer noch dasselbe Level oder ist das schon wieder ein anderes? Klebt hier wieder irgendeine Seite rum? Ja, mal klar. Also, hier schon die dritte Seite. Jetzt muss ich noch merken, wie die Seiten sind. Jagt er mich, sobald ich Seiten habe? Ich meine, es ist nur eine Seite. Hier ist ein Zelt mit dem Licht. Da müsste die nächste Seite sein. Ach komm, nein, schon wieder, ey. Aber ich muss doch dahin. Slenderfucker, ey. Nein! Weg hier. Fuck. Weg hier. Okay, Auto hatten wir noch und Scheißhaus. Wo ist das Scheißhaus? Ah! Ganz Körpergänsehaut. Also Leute. Ich brauche eine kurze Verschnaufpause. Ich wurde jetzt dreimal von Slender erwischt und habe 3 Seiten gefunden oder sowas. Boah, das wird hart. Ich weiß nicht, ob ich das so oft spielen werde, einfach nur, weil es mir tierisch auf den Sack geht, von dem Typen erwischt zu werden. Ansonsten schreibt mir die Kommentare, was ihr davon haltet. Seid ihr auch so erschrocken wie ich oder geht euch sowas am Arsch vorbei? Interessiert euch das Let's Play oder nicht? Schreibt es mir bitte, ob ich weitermachen soll. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Schönen Tag noch, schön, dass ihr reingeschaut habt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.